Wir isolieren erstmal Covid mit einem Roboter und das sind ungefähr so 50 bis 100 Proben pro Tag. Der isoliert zum einen die RNA aus den Sputumproben, zum anderen pipettiert dieser Roboter auch gleichzeitig die Polymerase-Kettenreaktion, die PCR, sodass wir eigentlich nur noch die Reaktionsplatte, auf der die ganzen Proben dann sind, in den Thermocycler stellen müssen und starten müssen. Das Problem an dem Gerät ist, er fasst nur 72 Proben, anschließend noch die PCR, dann sind wir also bei ungefähr 5 Stunden, die wir für diesen Ablauf brauchen. Sind die Proben positiv, so kommt noch ein mehrstufiger Prozess hinzu, um Mutationen nachzuweisen und auch die Varianten nachzuweisen. Das Ganze dauert ungefähr 1,5 Tage. Also den Mutationsnachweis machen wir seit Anfang Februar. Seitdem das aufgekommen ist, dass auch die britische Variante in Deutschland nachweisbar ist. Und wir haben bisher ungefähr 5 bis 8 positive Mutationen gefunden, also britische Varianten. Das entspricht, wie das auch in Braunschweig im Moment ist, ungefähr 20%. Die Varianten, die im Moment unterwegs sind, sind tatsächlich infektiöser, ungefähr 35% infektiöser. Man sieht das ja auch, dass der R-Wert hochgeht. Das kann man so sagen, aber sie sind nicht gefährlicher im Sinne von, dass sie schwerere Erkrankungen machen. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, das ist ein sogenannter Antigen-Drift, dass das Virus sich verändert, mutiert und die besser angepassten Varianten sich dann durchsetzen. Also meine ganz persönliche Meinung ist so, dass sich das wie mit Influenza verhalten wird in einigen Jahren, sodass man sich jedes Jahr gegen einen neuen Stamm, gegen eine neue Variante impfen lassen kann und impfen lassen muss, um nicht zu erkranken.